Ich finde das so schön. Hallo. Ah, du. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zum nächsten Teil von Film Toyota Yaris GR. GR Yaris heißt er. Heute geht es um Thema Sitze. Ihr habt ja schon gesehen in unserem Unboxing-Video, dass wir hier andere Sitze verbauen werden. Das ist heute soweit. Wir werden diese Pole Positions hier in dieses Kfz schrauben. Wir haben das schon mal ein bisschen getestet und gemacht und getan. Und sind jetzt eigentlich so weit, dass wir das Ding heute, beziehungsweise heute oder morgen im schlimmsten Fall, ich weiß nicht, ob es zeitlich genügt heute, reinschrauben. Jetzt ist es so, dass in der Schweiz, ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, diese Sitze haben ja eine sogenannte ABE. Ich kenne das nicht, ich weiß nicht genau, wie das läuft. Auf jeden Fall sind es, glaube ich, die einzigen... Allgemeine Betriebserlaubnis. Ja, soweit sind das eigentlich die einzigen Sportsitze, die sowas haben. Und in der Schweiz ist es so, wir sind da halt ein bisschen anders, dass das Ganze ein bisschen komplex ist. Du darfst diese Sitze eigentlich nur fahren, wenn du 6-Punkt-Gurte montierst. Und diese 6-Punkt-Gurte, diese Verankerungen etc. müssen dann auch bei Einzelabnahme eingetragen werden. So irgendwie ist es. Jetzt, wir werden bei dem Fahrzeug hier keine 6-Punkt-Gurte montieren, aus dem einfachen Grund, weil das Fahrzeug irgendwann wieder mal verkauft wird und dann soll der neue Besitzer wählen, was er will, weil 6-Punkt-Gurte, die seitlichen hier, Beckengurt ist kein Problem, die hinteren ist eigentlich auch kein Problem zum Festmachen, aber diese hier unten, die hier unten durchkommen, hier, die sind das Problem. Und dafür müsste man, laut meinen Informationen, kannst du mal so filmen, müsste man dann hier irgendwo in diesem Bereich hier Löcher durch die Bodenplatte bohren, also durch den Boden bohren und unten mit einer Gegenplatte, also einer Gegenplatte von unten und das Ganze verschrauben. Und das machen wir natürlich nicht bei einem Fahrzeug, das irgendwann mal wieder verkauft wird, weil wir wissen ja nicht, ob der neue Besitzer das möchte oder nicht. Und deswegen montieren wir die Pole Positions mit den 3-Punkt-Gurten, die original im Fahrzeug sind. Das ist eigentlich nicht zugelassen, aber interessiert mich jetzt im Prinzip nicht. Das ist so schön gesagt. Ist mir wurscht. Ich kann das für mich so verantworten. Jetzt die Problematik an der ganzen Geschichte, das hört sich zuerst im ersten Moment relativ einfach an. Oh, fliegt ein Hubschrauber. Das hört sich im ersten Moment relativ einfach an, aber das Problem an der ganzen Geschichte, kann ich euch nicht zeigen, ist das hier. Also, blutest du auf den Kopf? Ja, ich habe mir den Kopf angeschlagen. Wann? Blut ich immer noch? Ey, warum sagst du nichts? Ja, ist ja wurscht. Ich hätte dich getaped. Komm her. Also, wenn man den originalen Sitz anschaut, hier, dann hat, das ist der Beifahrer. Muss, können wir kurz tauschen? Was, warum? Nein, das ist Licht. Ja. Sonne scheint. Muss halt so reinfilmen. Also, dann ist das Gurtschloss hier am Auto festgemacht, also Beifahrersitz, hier am Auto festgemacht, das Gurtschloss. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass, wie machst du das hier fest? Wie machst du das hier fest? Ich meine, das ist jetzt der Fahrersitz, wie machst du das fest? Und da haben wir uns was überlegt, wir haben hier was konstruiert, das sind also alles Prototypen. Können wir hier auf dich warten? Wir haben hier so, das ist nur, hier ist eine Schraube drin. Wir haben uns solche Halter gebaut, die wir jetzt hier unten reinlegen. Ja. Zwischen Schiene und Sitzkonsole. Und da wird dann so ein, ich hol den mal. Den müssen wir auch noch anpassen, apropos. So. Da wird so ein Universalgurtschloss montiert. Hier. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das Teil kommt hier runter und wird dann im Prinzip
wäre das jetzt hier unten reingeschoben, wird dann hier so eigentlich dann festgeschraubt. Natürlich alles nach hinten verschoben etc. etc. Und so kann man sich hier schön anschnallen. Und dieser Panöppel stört nicht hier beim Sitzen, weil normalerweise montiert man das irgendwie so. Aber das nervt extrem, besonders bei meiner Gewichtsklasse. Und das nervt. Und deswegen haben wir das gemacht für, wie sagt man das? Männer. Spezielle Männer. Stabile Männer. Genau. Wir haben natürlich nicht nur diesen Halter gebaut, weil das würde ja nicht funktionieren, wenn wir hier nur an einer Stelle diesen Halter unterlegen. Das ist ein 6 mm Blech. Sondern wir haben hier noch solche Spacers gebaut, sagen wir dem jetzt mal. Solche Platzhalter, die natürlich auch hier an den anderen drei Verschraubpunkten unterlegt werden, so dass der Sitz im Prinzip dann wieder gerade steht. So. Genau. Kann man sich das vorstellen? Weiß ich nicht. Jetzt ist natürlich ein Nachteil, man sitzt natürlich dann 6 mm höher. Das ist halt so. Man, also laut unserem Lieferanten sitzt man in diesen Sitzen 60 mm tiefer als original. 60 waren sie? Mhm. Ja. Richtig? 60 mm tiefer als original. Also wir haben das schon ausprobiert. Wir haben den Sitz schon mal drin gehabt, so provisorisch. Und das ist auch so, also man sieht dann wirklich angenehm, also für mich angenehm. Naja, sitzt man halt einfach 6 mm höher. Ob man das jetzt merkt oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Aber andere Möglichkeit haben wir bis jetzt nicht gefunden. Und einfach hier irgendwas an der Konsole anschrauben etc. machen wir nicht. Weil das ist, ja, nicht so unsicher. Gibt jetzt nicht so unsichere Gefühl, nee, nennt man das. Das ist 6 mm Stahl. Also das sollte eigentlich dann halten. Wir machen hier noch spezielle Schrauben rein, die eine gewisse Zugfestigkeit haben, so dass, wenn wirklich was passieren sollte, der Dicke nicht gerade abnippelt. Ja. Gut, wir gehen jetzt dann dran und bauen den Sitz nochmal um. Wir machen hier überall andere Schrauben noch rein. Wir machen diese Distanzhalter rein. Wir machen dieses Teil hier rein. Wir müssen hier das Gurtschloss noch ein bisschen tunen, weil das ist auch sowas. hier ziemlich eine gerade Fläche. Sieht man das? Das war so ziemlich geil. So. Genau. Oder? Das wird eigentlich gehen, aber er kommt zu wenig rein. Sieht man das? Ja, da. Genau. Gut, das heißt, wir müssen hier hinten, müssen wir das Ganze hier ein bisschen rausnehmen. Oder hier, je nachdem, dass er tiefer reingeht. Also, dass der hier im Prinzip etwas tiefer rein springt. Genau, weil hier zum Beispiel beim Porsche, wenn man das anschaut, guckt, da ist das anders gemacht. Seht ihr das, die Form? Hm? Mhm, mhm. Zack. Genau. Gut, aber das kann man ja abändern. Das kann man so machen, dass es einigermaßen aussieht. Beziehungsweise das macht unsere Ursula, unser Marcel. Der hat die schönen Nerven dafür. Ist nicht so meine Stärke. Gut, ich hoffe, das funktioniert oder sollte eigentlich funktionieren. Ich wüsste es nicht, warum nicht. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir den Sitz einbauen miteinander. Okay? Bis gleich. Tschüsschen. Das ist drauf. Ehrlich? Ja. Also, wir haben die Sitze soweit zusammengebaut. Moment, komm. Der Foss ist kaputt. Der Foss. Also, guck mal. So wird dann jetzt ins Fahrzeug eingebaut. Ja. Wir haben die Sitze mit den Alukonsolen. Hätten wir eigentlich lieber in Schwarz gehabt. Aber waren halt nicht lieferbar, habe ich schon gerade erzählt. Und dann hatten wir ja das Problem, das habe ich euch vorhin ja glaube erklärt, mit dem Gurtschloss, dass das Originale ja nicht, beziehungsweise das Originale wäre ja dann hier unten. Das habe ich ja schon, glaube ich, erklärt. So, plus minus. Sowas. Sieht man das? Ich bin schon manchmal ganz schön. Ja, kannst von so filmen, oder? Ne, kannst du drauf. Gut. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen das folgendermaßen. Wir machen hier unseren Halter. So. Das ist von uns gemacht. Dieser Halter. Das ist schon geil. Ist schon schön. Oder? Diesen Halter, den wir brauchen können. Das ist schon schön. Um
das Gurtschloss festzumachen. Und dann natürlich mussten wir hier noch unterlegen. Jetzt bei diesem Modell haben wir das hier mit einem Stahlstück gemacht. Auf der anderen Seite hier haben wir das, das ist eine Tuning-Variante. Hier haben wir das mit einer... Kann ich nicht aufnehmen. Mit einer schwarzen... So schön eins. Ja, man sieht nicht, das hier ist so eine Aluleiste, die wir lackiert haben. Jetzt passt es von der Farbe her. Oh, richtig krass. Ja, das werden wir jetzt noch ändern, auch beim Fahrersitz. Weil beim Fahrersitz haben wir noch diese Aluminium, diese lackierten Stahlstücke drin. Und das sieht einfach sehr, sehr scheiße aus. Hier. Das sieht man sofort. Ja. Da muss ich mal nachrannieren. Und da kommt jetzt auch diese Alu, diese Metallschiene rein hier. Also sieht wirklich scheiße aus. So. Guck mal. Hier diese Metallschiene, diese Aluschiene, die wir angefertigt, gefräst haben. Ja, gut, ich würde sagen, also wenn man den Sitz so anschaut, jetzt mal auf dem Tisch, sieht er wirklich Bombe aus. Schau mal den Halter an. Das sieht ja aus, so wie von uns, wie vom Werk gemacht. Der Halter ist krass. Oder? Ja, der fasziniert mich, muss ich sagen. Schon, oder? Die ist natürlich jetzt von Hand geschnitten von mir, nicht mit Laser und CNC, sondern von Hand. Und auf der Seite sieht es aus wie original. Na also, wenn ich jetzt hier stehe, ja, ist es durchzusehen. Wahnsinn, oder? Super. Gut, wir werden jetzt den Beifahrersitz einbauen und dann nehmen wir den Fahrersitz nochmal zur Hand, nehmen ihn nochmal auseinander. Was wir einfach sehr, sehr wichtig finden, ist, wenn man so Arbeiten macht, dann sollte man wirklich auf die Drehmomente beachten, die so Schrauben haben. Wir markieren jetzt jede Schraube, die wir mit Drehmoment angezogen haben, mit so einem Lackstift, sieht man das? So, dass wir auch wissen, alles ist angezogen, alles ist so, wie wir es gerne hätten. Dass man wirklich da nichts vergisst, weil ich finde das noch relativ wichtig bei Sicherheitsteilen, kann man sagen, oder? Ist doch mit Sicherheit verbunden. Gut, wir bauen jetzt den Sitz ein und nachher machen wir den Fahrersitz fertig. Bis gleich. Ach so, die Kamera läuft, wollte ich sagen. Schon schön, oder? Denkerphase unterbrochen. Könntest stundenlang hier reinschauen, musst du mal gucken. Das sieht doch geil aus. Auf der Kamera kommt es nicht so rüber, ja so. Das sieht doch geil aus. Das Interieur, das passt Faust aufs Auge. Denk, wieso nicht? Wie gesagt, ich finde... Das Leder, das Alcantara, hat zu den Türeinlagen, das passt brutal. Ja, auch von so betrachtet. Schauen, oder? So René Kitt. Ja. Sieht man es auf der Kamera? Ja, super. Super. Ja, also wir haben die Sitze drin. Ich muss sagen, sieht also wirklich brutal geil aus. Ich bin zwar noch kurz drin gesessen, aber es sollte eigentlich funktionieren. Nee. Ich war schon mehr drin als du übrigens. Ja. Ja, mir geht es ja nie ums Gebrauchen, mir geht es ja nur ums Haben, weißt du? Ums Betrachten. Ja, das ist so wie, Kunst. So wie Frau. Wir sind Frauenkörper. Schön betrachten. Jetzt weichst du vom Thema ab, hä? Weichst du vom Thema ab. Ja, wieso? Also. Warte mal, einen Moment. Was der Sitz hat auch Kurven. Ja. Der Frauenkörper auch. Was soll ich jetzt da sagen? Der Frauenkörper doch. Ja, ist ja gut, ist ja okay. Ich möchte nur festhalten, dass es toll ist, einen Frauenkörper zu betrachten. Jetzt sind wir hier in einem Autofilm und nicht in einem Porno. Also. War ein Urlaub? Keine Ahnung. Ja, also Sitze sind drin. Ich muss sagen, schreibt unter die Kommentare, wie ihr es findet. Ich habe hier ein Knieproblem. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen komisch laufe und ich habe es so bandagiert. Sieht wirklich ein bisschen komisch aus. So. Also, schon geil. Ja? Gurtschnellchen hier. Also, kriegt jetzt mit Rumpf. Ja, super.
Was sagt ihr? Gefällt's euch? Mir gefällt's. Super. Auch der Shifter passt wirklich super dazu. Ich würde gerne mal. Ja. Wir gehen jetzt fahren miteinander und schauen, wie sich das anfühlt. Was man schon sagen kann, man ist einiges tiefer als in der Serie. Angabe ist, glaube ich, so viel ich im Kopf habe, irgendwie 60 mm. Wir haben jetzt allerdings ja diese Distanzstücke drin, die ihr vorher gesehen habt, und dementsprechend sind wir natürlich ungefähr nur 54 mm höher. Tiefer. Aber, ich meine, ist jetzt nochmal so. Gut, genug geschaut, jetzt gehen wir kurz noch fahren und dann war es das eigentlich, oder? Okay? Lass uns durchziehen, ich will mal wissen, ob ich die Kamera halten kann auf dem Sitz. Wir ziehen durch, also, bis gleich. So, wir sitzen im Yaris. Man kann schon auf den ersten Metern sagen, das ist viel besser von der Sitzposition her, gell? Ja, okay. Also man sitzt sehr, sehr tief. Also sehr, sehr tief ist es übertrieben, man sitzt einfach einiges tiefer. Für mich könnte es jetzt noch tiefer sein, sage ich ganz ehrlich. Aber lässt sich halt jetzt nicht mehr machen, weil diese Höcker unten, die wir schon mehr beschrieben haben, wo der Sitz draufsteht, kann man einfach nicht bearbeiten. Es hat schon jemand mal unter die Kommentare geschrieben, schneid die Dinger ab und schweiß sie neu an. Aber das machen wir nicht, weil das sind Sicherheitspunkte oder sicherheitsrelevante Teile. Und wenn denn da was passiert, wäre natürlich blöd. Aber wie gesagt, zum Fahren her ist super, gell? Also der Sitz fühlt sich super an. Wir müssen jetzt auch schauen, ob der Winkel so passt. Könnte vielleicht noch ein bisschen... Ich würde es auch anders anwickeln. Ja, für einen Alltag könnte man es eventuell noch ein bisschen steiler stellen. Müssen wir mal gucken. Kommt man der Hand zum die Schraube lösen von der Seite? Guck mal. Eigentlich durch die Kamera, Kind. Ja. Ja, was ich auch schauen muss noch, und da kann ich offen und ehrlich sein, es gibt für diese Fahrzeuge so zwei Grundplatten. Einmal für Leute bis 1,90 und die andere für Leute über 1,90. Ich muss mal schauen, was da der Unterschied ist. Ich bin zwar nicht 1,90, aber ich bin halt dick. Und deswegen hätte ich gerne, wenn ich noch so ein, zwei Klicke mehr nach hinten gehen könnte. Aber das kann man ja regeln, das ist ein Thema. Ja, was ziehen wir für ein Fazit? Super. Diese Sitze müssen sein. Ja, diese Sitze müssen sein. Leider so in dieser Ausführung, wie wir sie jetzt fahren, nicht legal. Aber mindestens nicht in der Schweiz. Also die Sitze selber wären nicht das Problem, aber die Gurte. Also man darf die Sitze, so viel ich informiert bin, nur mit 6-Punkt-Gurten fahren. Ja, warum und wieso und weshalb und warum es so kompliziert ist, frag mich nicht. Ist halt so. Aber gut, wenn ihr sowas braucht, sowas wollt, ruft uns an. Wir sind das eigentlich auch mal eine Frage. Ja. Jetzt vom Fahrgefühl mit dem Shifter. Super. Und dem Sitz als Kombi. Super. Perfekt. Ist einfach, das ist eine angenehme Höhe, so war's. Ja, es ist einfach rund, ist alles rund. Ist einfach, man fühlt sich zack wohl. Muss man sagen. Also man fühlt sich zack wohl und ist alles rund und entspannt. Schön. Danke. Ja, außer der Winkel könnte jetzt vielleicht, naja, wie viel macht denn das aus eigentlich? Welchen wird da? Ein, zwei Klick. Könnte man mal probieren, ob man im Winkel ein bisschen nach oben geht. Noch. Ich hab, also, so. Arsch weiter nach hinten, vorne weiter hoch. Müsste man noch ausprobieren. Vielleicht müsste ich dann die Konsole nicht wechseln. Aber das können wir ja alles verstellen. Hier ist ja kein großes Problem. Gut, ich würde sagen, das war's jetzt, oder? Ja. Ich möchte sich hier eindenken. Also, wir gehen jetzt noch tanken, weil Tank ist leer. Und dann ist dann auch fast schon wieder Wochenende, nicht? Ist Freitagnachmittag um 20 nach 3. Ich habe noch Lust auf was Süßes. Auch noch was Süßes. Also, Toyota Yaris, Sitze sind drin. Jetzt kommen noch zwei Teile, die noch nicht geliefert wurden. Kann man schon sagen, was? Ich finde, können wir uns auch einfach dann angucken, wenn es da ist. Ja, gut. Sehen wir, wenn es da ist. Ich weiß noch nicht genau, wann das kommt. Das kommt vielleicht in ein, zwei Wochen. Ich hoffe, so schnell wie möglich. Aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Also, original fahrt man nicht. Wir sind raus. Schönes Wochenende. Tschüsschen. Tschüss.